Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Feezybeast Infinity Skyblock. So, wir waren jetzt immer noch dran, das erste Solar Panel craften zu lassen. So, Storage Bars 1, 2, 3, 4. Einmal dann hier hinten anschließen, das ist nämlich sehr wichtig. 1. Device Missing Channel, das ist erstmal richtig. So, diesen online. Sehr schön. Einmal ganz kurz unten schauen, ob auch alles in Ordnung ist. Das Kabel verläuft hier rüber. Hier kommen 4 an. Und auch hier 4. Ich würde schon... Ja, komm, lass mal erstmal so. Wir werden das noch ein bisschen umkonstruieren müssen. Aber jetzt sollte uns auch da so Rubber und so angezeigt werden. Ah, siehste, gut, dass ich mal nachgeschaut habe. Dann müssen wir doch hier ein bisschen umändern. Wenn hier dann schon voll ist, dann machen wir das hier so. Jo. Dann sollte es jetzt angezeigt werden. Jawohl, da haben wir sie doch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Wir waren aber noch bei den Solar Panel dran, ne? Das Rezept für eine RE-Batterie brauchen wir noch. Encode. Tin Cable. Müssen wir noch reinknüppeln. Und dann brauchen wir ein Processing Pattern. Was dann sagt. Na, ein Tin. Gibt's wie viele von denen? 3. Gut. Craft. Normal. Also nicht normal, sondern, ja, ihr wisst schon. Craft und hier Interface, das dürfte dieser sein. Nee, Extruding ist hier. So. Boah, mir riecht es gerade irgendwie lecker. Irgendwie nach Omelette. Krieg ich gerade richtig Lust drauf. So. Soda. Da wir dann jetzt alles davon haben. Sag ich mal, crafte eine hiervon. Batterie. So. Encode. Das haben wir. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Glas, Coal Powder und diese Circuits. So, das haben wir schon. Können wir das so schon machen? Nein. Machen wir ein Rezept hierfür. Mit Redstone, bitte. Ein Rezept für Copper Cable. Und ein Rezept für die normalen Copper Cable, wo wir aus... Na, wir bekommen 3 Copper aus... Also 3 Copper Cable aus einem
Copper Ingot raus. So. Das kommt hier rein. Und dann kommen die hier noch dazu. Dann ist der voll. Soda. Hoppla. Warum? Ja, da. So. Mach mir mal einen Generator. Der kommt hier rein. Und da wir Glas haben, das weiß ich, der nimmt das Kohl das. Ich möchte aber Pulverized Coal haben. Da sagen wir aber Allow Substitutions of Input Components. Das heißt, sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt hier das Pulverized Coal von Thermal Foundation, aber auch Coal Dust von Industrial Craft 2. Ist ja Jacke wie Hose, ob man was von beiden wir nehmen. Wir sagen, der darf beides nehmen. Machen wir jetzt aber auf jeden Fall auch noch ein Rezept für. Hier ist voll, dann hauen wir das hier rein. So. Ein Kohle gibt ein Pulverized Coal. Und dann brauchen wir ein Sand. Na, gibt ein Glas. So, das fügen wir dann auch nochmal schnell ein. Das erste Rezept, das dann hier reinkommt, ist einmal so. Müssen wir nur noch den Output reinfügen. Und so. Haben wir denn noch, na? Impuls. Item DAX, jawohl. Das funktioniert ja bisher super. Eins und zwei. So, jetzt sollten wir schon mal alles haben für das Tier 1 Solar Panel. Schauen wir mal nach. Solar Craft. Start. Jawohl, hier haben wir eins. Ein Tier 1, ein Solar Panel von Industrial Craft. So. Jetzt geht es weiter. Das hat ein Solar Panel. Da brauchen wir drüben beim. Sammel schnell. Bei den Lasern ein Rezept. Das wird auch lustig. Ich will hoffen, dass ich das richtig hinkriege. Ich weiß so gar nicht, ob das so geht, aber sollte eigentlich. So, Uran, da haben wir noch ein paar Ingots von. Eins davon und ein Glowstone. Geben ein Irradi. Ey, cool, das geht. Das ist ja geil. Das habe ich nämlich mal bei einem Streamer gesehen, der das so gemacht hatte. Wollte ich mir nur so, hat er jetzt kurz geteamt? Das ist ja dann echt mal cool. So. Mal ganz kurz hier reingeschaut. Das läuft alles. Dann brauchen wir ein Interface. Na, wo hapert's? Anscheinend nirgendwo. Und halt noch Smart Cable.
So. Hier ist der Assembly Table. Machen wir gerade so. Der soll nach oben zeigen. So. Und halt die Rezepte. Ich verlaufen hatte, dass es jetzt auch so macht, wie ich mir das vorstelle. Also sprich, dass er die Rezepte automatisch anfängt zu craften. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Ach, das ist voll. Da müssen wir hier ein Dense-Kabel rüberschicken. Müssen wir das so machen. Machen wir noch ein bisschen Kabel. Ich gehe aber mal sowas weiter rausholen. So. 7 Sticks, das sollte ja erstmal reichen. Covered Cable. Glowstone. Und so. Ah ne, das war verdammt. Machen wir mal 200 hiervon. Machen wir mal 100 hiervon. Okay, jetzt bringt mir das gerade alles gar nichts. So. Komm, damit wir erst einmal vorankommen. Das ist jetzt das beste Synthese, was ich jetzt heute hier baue. So, Quarz. 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnet aus. Oh, ich habe Wasser vergessen. Oder es auch in sowas wie Construction Form geht. Zack, 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 zack. Einmal eine ordentliche Ladung. Das reicht dann schon mal Wasser, aber wir werden trotzdem Rezepte veranlegen. Oh, wir kriegen sogar einen Charge Status Quartz wieder. Cool. So und so. Wo waren wir? Crafte mir mal 200. Wie viel Flux habe ich denn gerade gemacht? 700, also 800 habe ich gerade rumgemacht. So, Wolle. Und bevor ich das schon wieder verkacke mit Covered Cable. Redstone und ein Glowstone Dust. Und wir bekommen Dense Cable. 32 Stück. Machen dann hier einen Anschluss rüber.
So. Einmal so. Opala. Weißt du, was ich schon sage? Machen wir hier das diese Leitung dicht. Und dann einmal so. Aktualisiert, sehr schön. Dann sollte das jetzt auch hier drüben online sein. Das kommt dann mal hier rein. Und Moment. Einmal das hier rein, dann können wir auch mal hier die Truhe wegmachen. Dann sollte das eigentlich ja da reingeschickt werden. So, mal schauen, ob das funktioniert. Das sieht schlecht aus. Muss ich mal schauen, ob das irgendwie noch besser geht. Es ist aber reingekommen, sehr schön. So, nochmal auf die Zeit geschaut. 17 Minuten, da haben wir schon gerade wieder viel vertrödelt. Das können wir reintun. Wir brauchen ein Rezept für Reinforced Glass. Verarsch mich nicht, wir haben Glas. Es ist Glas im Haus. So, das... Alloy. Advanced Alloy werden wir auch machen. Das heißt aber auch, wir brauchen ein Rezept für Bronze. Eins. Dann brauchen wir aber ein Bronze. Und ein Rezept für Bronze. Das heißt, den Induction Smelter müssen wir auch noch unten anschließen. Es geht richtig los langsam. Das kommt alles in Craft. Na, kriegen wir das hier rechtzeitig raus? Jawoll! So, machen wir das so. Alloy. Das brauchen wir und dann eins hiervon mit einem Mixed Metal Ingot. Moment. Das kriegen wir nur so mit. Gut. Noch einmal was runter. Also wer jetzt nicht weiß, wie ich das hier mache, ich halte gerade Steuerung gedrückt, hole mir ein so ein Teil raus. Also zum Beispiel jetzt hier so Red, Brown und Gold Mix Keramik. Blablabla. Halt das einfach nur die ganze Zeit gedrückt und mit Steuerung gedrückt, klicke ich das einfach da rein.
So, eins davon gibt eins davon. Encode. Und dann machen wir einfach am besten schon ein Rezept für Tin. Bronze meinte ich. So ergeben 4 Bronze. Ah, komm, nehmen wir dich mal direkt mit, Kumpel. Oh, die FPS gehen langsam mal runter. Ich bin am Überlegen. So, jetzt aber erstmal hier. Was haben wir jetzt hier alles? Bronze Plate. Kompressor. Kriegt das hier. Ah, ich will jetzt heute auf jeden Fall noch das Tier 2 Jetpack. Jetpack sag ich schon. Wobei, kriegen wir das noch hin? Oh, das ist unser Lieblingsrezept. Das müssen wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Aber wenigstens können wir die dann auch schon bald auf Autocraft. Das tut auch richtig gut. Und wir müssen dann auch noch hier die Irradiated Reinforced Plate. Müssen wir auch noch machen. Mit Boy. Alles klar. Gut. Sehr schön. Ich geh rein. Alter Finne, das wird grauenvoll. Und dann haben wir nur das Tier 2. Und wir müssen bis 3, 4 und 5 müssen wir noch machen. Gut. Da ist ja nicht so wirklich viel. Weil viele Rezepte aufeinander aufbauen. Das Ultimate Hybrid. Ja gut, das ist ein bisschen... Meh, nenne ich es mal. Aber generell auch kein Thema. Nur das hier ist eklig. Das ist richtig eklig. Wir könnten dann auch eigentlich auch schon mal, wenn wir das fertig haben, die will ich einfach nur wirklich einmal automatisch craften lassen, dass wir dann was Power kriegen für den Messfabricator. Dann können wir nochmal schon mal anfangen, Richtung End zu gehen. Ja, Richtung End. Eine Drache besiegen. Je nach. Nee, ich glaub's. Oder? Ich weiß gerade gar nicht. Da müssen wir noch einen ordentlichen Crossbow machen. Könnten vielleicht auch das andere Solar Panel. Das hier auch nochmal autocraften lassen. Es ist auf jeden Fall noch gut zu tun. Also, ich würde so sagen, jetzt kommen wir so langsam im Bereich, wo Infinity einerseits leichter wird, andererseits schwieriger. Ja. Und mit diesen Worten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.